Sommer-Werbewochen beim Elsterwelle Fernsehen. 2:1 heißt es im August. 2 Wochen lang werben und nur eine bezahlen. Sind Sie jetzt neugierig geworden? Dann rufen Sie doch einfach an. 03571 42540. Hoyerswerda 42540. Elsterwelle. Wir bringen Sie ins Fernsehen. Bei uns finden Sie die größte Teppichauswahl in der Lausitz. Teppichwelt Hoyerswerda. Egal ob Teppich, Bodenbelag oder Auslegware. Wir liefern kostenlos bis 30 Kilometer. Unser Fachpersonal steht Ihnen beim Verlegen und Ketteln mit Rat und Tat zur Seite. Sämtliches Zubehör zum Dekorieren Ihrer Fenster finden Sie in der Gardinenausstellung, einschließlich Nähservice. Neu ins Sortiment aufgenommen die Matratzenabteilung. Von Federkern bis Kaltschaum sind diese in allen Standardgrößen erhältlich. Die Lieferung und die Entsorgung der alten Matratzen ist kostenlos. Teppichwelt Hoyerswerda, Nähe Kaufland. Schauen Sie doch mal rein. Hallo liebe Zuschauer und ganz herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz in Ihrem Elsterwelle Fernsehen. Die Zahl der Unfälle in Hoyerswerda und den Ortsteilen hat sich im vergangenen Jahr leicht erhöht. Insgesamt 968 wurden von der Polizei aufgenommen, 35 mehr als 2014. Schwer verletzt wurden 25 Menschen, leichte Blessuren zogen sich 102 zu, so die Auswertung der Verkehrsunfallkommission. Janine Wendt mit weiteren Einzelheiten. Ein Blick auf die nackten Zahlen zeigt es, großartige Schwerpunkte sind nicht mehr zu verzeichnen. Mit maximal 11 Unfällen sind einige Kreuzungen erfasst, allerdings gehen sie erst in die Statistik als sogenannte Unfallhäufungsstellen ein, wenn mehrere davon gleichartig oder aber viele Verletzte zu verzeichnen sind. Ausgewertet wird in Einjahres- bzw. Dreijahresscheiben. Hier sind 2 Kreuzungen noch erfasst, die aber 2015 bereits ohne größere Probleme liefen. Zum einen die Stein- und Heine-Straße. Nach der Neuregelung mit der Einbahnstraße und der geänderten Hauptstraße hat es hier zwar 4 Unfälle gegeben, allerdings ist kein Muster mehr zu erkennen. Man kann sagen, dass das eine Maßnahme war, die Erfolg gezeigt hat. Also die Unfälle haben abgenommen und sicherlich auch die Maßnahme, die wir im letzten Jahr noch gemacht haben mit der Vorziehen des Fahrbahnrandes, dass die Sicht aus Richtung Brötnerstraße oder aus Richtung Bröten kommt, Heinestraße, günstiger, besser wird, dass man besser in die Steinstraße einsehen kann. Auf der Liste sozusagen ebenfalls als Auslaufstelle erwähnt ist die Einfahrt zum Hochhaus am Knie. Lediglich ein Unfall wurde 2015 hier gezählt. Liststraße, also die Kreuzung Bautzen oder Einmündung Bautzener, die Liststraße ist keine Unfallhäufungsstelle mehr. Dort haben wir in den vergangenen Jahren die Markierung geändert, das heißt den Fußgängerfurt entfernt, den Haltebalken oder die Wartelinie vorgezogen zum Fahrbahnrand und damit sind die Unfälle zwischen Kfz und Radfahrer gegen null gegangen und damit ist es keine Unfallhäufungsstelle mehr. Weiterhin im Fokus ist die Kreuzung am Haltepunkt Neustadt. Im vergangenen Jahr wurden hier 6, 2014 sogar 7 Unfälle erfasst.
Ja, wir hatten das ja im vergangenen Jahr schon bei der Auswertung gehabt, dass wir Probleme hatten mit dem Radverkehr, der die Südstraße überquert hat oder die Straße im Industrieländer überquert hat, wo es teilweise Zusammenstößen kam mit Kfz-Verkehr, die nach rechts abbiegen, bei Rot in die Bautzener Allee. Dort haben wir ja die Haltebalken jetzt zurücksetzen lassen. Gelbmarkierung, das wird vielleicht jeder Zuschauer sehen können, wenn er in einem Kreuzungsbereich ist. Und wir schauen uns in diesem Jahr nochmal an die Querung über die Bautzener Allee, um dort vielleicht den Radverkehr günstiger zu gestalten. Dort wird es einen Ortstermin geben mit den Baulastträgern und der Polizei gemeinsam, ob man eventuell den Radverkehr auch auf der links geführten Seite bis zum Aldi führen kann, um dort die Querung zu vermeiden und dem Autofahrer auch zu kennzeichnen, du musst mit Radfahrern auf der linken Seite rechnen. Derzeit müsste der Radfahrer in Richtung Industriegelände um die Kreuzung herumfahren, was scheinbar aber die wenigsten machen. Neu dazugekommen ist der Bereich zwischen der Kongresshotelkreuzung und dem Busbahnhof am Lausitzer Platz. Dort haben wir eine Unfallhäufungsstelle nach der Jahreskarte, das heißt, wir hatten dort mehr als 5 gleichartige Unfälle, das heißt Unfälle im Längsverkehr, speziell Spurwechselunfälle. Insgesamt waren es 6, wobei die alle stattfanden nach Beginn der Umleitung, also ab Anfang November letzten Jahres. Das erklärt sich mit der starken Verkehrszunahme wegen der Sperrung der Görlitzer Brücke, da ja viele Fahrzeugführer statt der offiziellen Umleitung die heimliche Umleitung Bautzener Allee nutzen, also riesengroße Verkehrsmengen, und dadurch kommt es schon beim Spurwechsel zu Unfällen. Wir gehen davon aus, dass auch dieses Jahr die Unfallhäufungsstelle bestehen bleiben wird. Es waren alles nur Blechschädenunfälle, und alle Maßnahmen, die wir jetzt noch machen könnten, würden wahrscheinlich zu einer Komplikation der Verkehrsführung führen, sodass wir gesagt haben, wir behalten es bei. Die Kreuzungen an den Bundesstraßen sind relativ unauffällig. Am Grünewaldring ist trotz Umleitungsverkehr mit 3 Unfällen kein Handlungsbedarf. Auch im Bereich der Globuskreuzung ist es deutlich ruhiger geworden. Im Blick sind aber weiterhin die Knoten Spremberger und Bautzener Brücke, auch wenn die Zahlen hier zurückgegangen sind. Die Problematik Spremberger Brücke ist unfallhäufungstechnisch gesehen gar nicht auffällig mehr im letzten Jahr gewesen. Selbst diese Problematik der Spiegelklatscher, der sogenannten, hat sich im letzten Jahr, so 2015, stark reduziert. An der Bautzener Brücke ist die Situation ein bisschen anders. Da haben wir nach wie vor Unfälle in der Dreijahresbetrachtung, Radverkehr, abbiegender Kfz-Verkehr oder einbiegender Kfz-Verkehr, also von der Einsteinstraße kommend. Dort sind wir allerdings etwas unter der statistischen Grenzmarkierung für Unfallhäufungsstelle. Wir werden den Kreuzungsbereich weiter betrachten, wollen aber auch dieses Jahr wegen der großen Verkehrsmengen, wegen der Umleitung keine Maßnahmen mehr dort durchführen. Ob sich dann in Folge was ergeben wird, muss man sehen. Alles, was wir dort jetzt tun könnten, wären Änderungen der Ampelschaltung, was unter Garantie zur Leistungsfähigkeitsreduzierung führen würde. Die Hoyerswerder Altstadt wird mittlerweile durch wahrscheinlich mehr Bewohner und Einkaufsmöglichkeiten wieder stärker frequentiert. Daher sind auch neue Punkte im Gebiet, die nun näher angeschaut werden müssen. Zum einen der Bereich Kolping, Alte Berliner Straße und am Elsterbogen. 5 Unfälle sind hier ungewöhnlich. Auch der 5-armige Knoten steht jetzt unter Beobachtung. Ja, also der 5-armige Knoten, wir haben ja immer gesagt, an komplizierten Bereichen gibt es erstaunlicherweise wenig Unfälle. Die sind sicher, weil sie alle unsicher sind, auf gut Deutsch. Wir haben dieses Jahr den Knoten zum ersten Mal dabei mit fast Unfallhäufung. Das heißt, wir hatten in den zurückliegenden 3 Jahren 4 Unfälle mit Personenschaden im Kreuzungsbereich. Es ist noch relativ wenig. Natürlich werden wir den Knoten weiterhin beobachten, wie er sich entwickelt. Alle Maßnahmen, die man dort ergreifen könnten derzeit, würden aber dazu führen, dass man sehr stark in den Verkehr eingreift. Und das muss man genau abwägen, um nicht an anderen Stellen mehr Unfälle zu erzeugen. Wie gesagt, man muss auch sagen, 4 Unfälle ist noch für 3 Jahre eine relativ geringe Zahl. Sodass wir den Knoten erstmal weiter betrachten werden. Ob es dann im Jahre 2016, also sprich mit der Auswertung dieses Jahres, im Jahre 2017 zu Maßnahmen kommt, werden wir sehen. Aktuell aus der Unfallkommission haben wir keine Maßnahmen beschlossen. Zum Schluss noch ein paar Zahlen. Der unfallhäufigste Tag ist der Dienstag mit fast mehr als einem Fünftel aller registrierten Unfälle. Die klassische Einkaufszeit von 9 bis 12 sowie 15 bis 18 Uhr bleibt am gefährlichsten. Nun aber die Entwarnung: von den knapp 970 registrierten Crashs waren die Hälfte Parkplatzrempler. Ohne Verletzte, allerdings mit einer 500.000 Euro Sachschaden. Wir machen eine ganz kurze Pause, liebe Zuschauer, und melden uns dann gleich wieder zurück mit noch mehr aktuellen Themen. Also bleiben Sie dran.
da hinten. Man hat einen Blick wie vom Eiffelturm, sagt sogar meine Frau. Und ich sage immer, ja, das ist es, unser Kies-Paris. Durchblick ist einfach. Wenn man für Investitionen einen Partner hat, der die Anforderungen der Branche kennt. Schreiber, Spank, Rechtsanwälte, Hoyerswerda, Schulstraße 15 und Dresden, Archivstraße 21. Ihre Fachanwälte für Arbeitsrecht sowie für Medizin und Sozialrecht. Termine oder Infos, Telefon Hoyerswerda 60 88 777 oder Dresden 323 80 35 sowie im Netz unter schreiber-spank.de. Schreiber, Spank, Rechtsanwälte, Ihre Kanzlei für Arbeitsrecht sowie für Medizin und Sozialrecht. Eine erfolgreiche erste Ferienhalbzeit bilanziert die Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda. In den ersten drei Wochen sind rund 1.700 Besucher gezählt worden. Der Ferienabschluss soll übrigens in der nächsten Woche am Freitag ganz groß gefeiert werden. Mit zahlreichen Stationen, Bastelstraße, Koppelreiten und vielem mehr kündigt Farmleiterin Liane Semyang an. Weitere Nachrichten aus der Region gibt es jetzt. Sportlich ging es am Dienstagvormittag in der VBH-Arena in Hoyerswerda zu. Zahlreiche Kita- und Hortkinder versammelten sich zur Sommerolympiade und strengten ihre Muskeln an insgesamt 9 Stationen mal so richtig an. Ob Tanzen, Judo oder das Gleichgewicht ausbalancieren, alles wurde mal probiert und bei jeder Sportart das Beste gegeben. Eine klassische Hüpfburg durfte da selbstverständlich auch nicht fehlen und auch die wurde ordentlich ausgetestet. Am Mittwoch können sportbegeisterte Kinder noch mal von 9 bis 12 Uhr ihre Kräfte messen. Auf der B97 in der Nähe Ortsausgang Bröten ist am Montagmittag ein LKW in den Straßengraben gefahren und umgekippt. Der Laster war mit etwa 39 Tonnen Müll beladen. Die Ursache ist laut Polizei noch unklar, der 22-jährige Fahrer blieb aber unverletzt. Die Straße wurde zur Räumung der Unfallstelle zeitweise komplett gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Schaden wird mit 60.000 Euro angegeben. Montagabend sind Feuerwehr und Polizei in Hoyerswerda in die Grünanlagen an der Lieselotte-Hermann-Straße gerufen worden. Ein 52-jähriger Asylsuchender hatte sich im Freien häuslich eingerichtet und ein Kochfeuer entfacht. Die Feuerwehr löschte die Flammen, das Ordnungsamt wird sich damit befassen. In der Nacht zum Dienstag hat ein Carport in Kamenz an der Elsteraue gebrannt. Als die ersten Einsatzkräfte wenige Minuten nach dem Bemerken des Brandes vor Ort eintrafen, brannte der Doppelcarport bereits in voller Ausdehnung. Während ein darunter abgestellter PKW Mercedes ebenfalls bereits in Flammen stand, konnte ein VW noch unversehrt herausgefahren werden. Ein Übergreifen des Feuers auf das ca. 10 Meter entfernte Reihenhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere 10.000 Euro. Ein Brandursachenermittler wird sich im Verlauf des Tages mit dem Geschehen vor Ort vertraut machen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Offenbar einen Schutzengel hatte ein Jugendlicher am Montagnachmittag auf der S94 am Abzweig Deutsch-Baselitz. Der 14-Jährige wollte die Staatsstraße überqueren und hatte dabei offenbar einen LKW übersehen. Trotz Bremsen erfasste der Fahrer den Jungen, der aber nur leicht verletzt wurde. Der Sachschaden wird mit rund 2.000 Euro beziffert. Das Landratsamt Bautzen versteigert am Donnerstag 2 Pferde. Es handelt sich dabei um eine 13- sowie eine 3-jährige Fjordpferdstute mit Zuchtpapieren. Der ehemalige Besitzer der Tiere kann diese nicht artgerecht versorgen und unterbringen. Nun wird möglichst schnell ein neuer Besitzer gesucht. Die Versteigerung findet ab 10 Uhr im Veterinäramt in Kamenz an der Macherstraße 55 statt. Interessenten sollten sich vorab vom Tierarzt eine Bescheinigung zur artgerechten Haltung ausstellen lassen. Weitere Fragen können vorab telefonisch unter 03591 5251 39111 geklärt werden.
Die Hoyerswerder Stadtverwaltung plant einen Tag der offenen Tür in der sanierten Trauerhalle auf dem Waldfriedhof in Künicht. Am 8. September wird das Gebäude mit seinen Neuerungen vorgestellt. Geplant ist aber auch, über Pläne zu einer Urnengemeinschaftsanlage zu informieren, erläutert Ingrid Stille, die Chefin des Bürgeramtes. Die Kamenzer Stadtverwaltung sucht Schulweghelfer. Betreut werden soll der Zugang zur Grundschule am Gickelsberg. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich und startet mit Schuljahresbeginn am 8. August. Weitere Informationen gibt es telefonisch im Rathaus unter 03578 37 92 32. Alles Trick, heißt es nach einer kurzen Pause. Wir zeigen den Streifen Star Wars von der KUFA Film AG. AWO Lausitz, wir betreuen Generationen. Mit uns fängt der Tag gepflegt an. Ihre Selbstständigkeit in Ihrer gewohnten Umgebung und unsere professionelle und einfühlsame Betreuung sind das perfekte Team. Die Arbeiterwohlfahrt in Hoyerswerda. Nähere Infos unter Hoyerswerda 48 85 0 oder im Netz unter awo-lausitz.de. In Ihrem Ort ist etwas passiert und die Elsterwelle war nicht dabei? Dann berichten Sie doch selbst. Einfach Ihre Informationen möglichst mit einem aussagekräftigen Foto an info@elsterwelle.de senden. Wir freuen uns auf Ihre elektronische Post. Kontaktdaten bitte nicht vergessen. Haben eine neue Nachricht. Junger Jedi, ich hoffe, Sie haben Ihre Koordinaten noch. Sie wissen, wie wichtig Ihre Mission für die gesamte Galaxie ist. Möge die Macht mit dir sein. Na dann mal los. Mal sehen, was diese Kiste so alles drauf hat. Ich hoffe, es war die richtige Entscheidung, Ero mit der Mission zu beauftragen. Er ist noch sehr jung und unerfahren. Das Raumschiff ist vom Radarschirm verschwunden. Ero ist weg. Schickt ein Schiff los. Die Mission darf nicht scheitern. Das Wrack muss geborgen werden. Verdammt, wo bin ich hier? Doch das Unheil nach. Keine geringeren als die berüchtigte Kopfgeldjägergruppe, die vier, haben es auf Ero abgesehen. Das hat ja super hingehauen. Was für ein Jedi-Tölpel. Ruhe, der Sith Lord ruft an. Ich habe einen wichtigen Auftrag für euch. Bringt mir den jungen Jedi lebendig. Er ist mit einem wichtigen Geheimnis vertraut. Er darf nicht sterben. Wir greifen unverzüglich an, großer Sith Lord. Sie können sich auf uns verlassen. Sind das die Einheimischen hier? Da ist er. Los, den holen wir uns. Der Kampf ist hart. Ero kann die Kopfgeldjäger nicht besiegen. Besser, ich mache eine Fliege und schleiche mich davon. Mit dem Jedi-Trick 1, 2, 3 schafft es Ero zu verschwinden. Wo ist Ero? Teilen wir uns auf. Wir müssen ihn finden. Das war knapp. Was ist das? Im Baum ist eine ganz andere Welt versteckt. Weit hinten entdeckt Ero einen goldenen Ausgang. Was mich dort wohl erwarten wird? Zurück kann ich nicht. Ich habe Angst. Auf einmal tauchen haarige, süße Monster auf. Chagapu dusimakugo. Gelukua maku. Chagapu dusimakugo. Ein älteres Monster kommt auf Ero zu und überreicht ihm einen Trichter. Willkommen bei uns. Danke. Wo bin ich hier eigentlich und kann ich mich bei euch verstecken? Natürlich. Dort ist dein Baumhaus. Du bist im Paradies. Im Paradies sind die Kopfgeldjäger und die wichtige Mission schnell vergessen. Ein Zauberrausch legt sich über Ero. Was mache ich hier bloß? Muss ich nicht noch irgendwelche
geheim Pläne abliefern? Doch, die Kopfgeldjäger sind nicht verzaubert. Mitten in der Nacht greifen sie das Paradies an. Achigutu Sulaka! Wo ist Eru? Wo habt ihr ihn versteckt? Dann so. Vielleicht verstehen wir uns ja dann besser. Der Schuss reißt Eru aus seinem Schlaf. Doch Eru unterliegt, wird gefangen genommen und auf das Kopfgeldjäger-Raumschiff gebracht. Die Zelle, in die er geworfen wird, hat weder Fenster noch Türen. Wie konnte ich bloß so leichtsinnig sein? Sogar mein Lichtschwert haben sie mir abgenommen. Ich wollte schon immer ein Lichtschwert haben. Du hast doch gar keine Ahnung von Waffen. Gib mir das Lichtschwert, bevor du es kaputt machst oder dich noch verletzt. Im Schwert befindet sich der Plan zur Vernichtung des ganzen Universums. Er will alles zerstören. Wir brauchen eure Hilfe. Oh nein, was haben wir getan? Wir müssen etwas unternehmen. Zu spät. Wir haben die Flotte schon erreicht. Gerade fliegen wir ins Hauptschiff ein. Wir müssen zu Eru. Vielleicht kann er uns helfen. Vertraue uns. Wir wollen dir helfen. Sicher. Deswegen sitze ich hier auch hinter Gittern. Der Sith Lord wird das ganze Universum zerstören. Wenn er das Universum zerstört, sind wir auch dran. Und so blöd sind wir auch nicht. Das wussten wir wirklich nicht. Wir dachten irgendwie, das geht um so eine Geschichte, um Rache oder... Wir wollen auch leben. Und jetzt? Wie soll's weitergehen? Wir müssen fliehen. Wir können den Traktorstrahl für unser Raumschiff außer Kraft setzen und abhauen. Bordcomputer, volle Lichtgeschwindigkeit. Bloß raus hier. Habe ich's mir doch gedacht. Diese miesen Kopfgeldjäger. Gut, dass ich vorbereitet bin. Wir werden verfolgt. Ich kann den Traktorstrahl nicht mehr abwehren. Zu leicht. Früher hatten diese Jedis echt mehr drauf. Dann hätte ich auch gleich hier bleiben können. Wir müssen hier raus. Vielleicht können wir ja... Ach nee, aber bestimmt... Ich habe eine Idee. Wir müssen den Kernreaktor sprengen. Aber wir haben keine Zeitbomben mehr. Ich kann uns aus der Zelle holen. Wache, du lässt uns alle gehen und legst dich hin und danach überdenkst du dein Leben. Erst holen wir unsere Waffen zurück. Ihr geht zum Schiff und haut ab. Lasst mich mal ran. Ich gehe zum Hauptreaktor und sprenge dieses verdammte Schiff in die Luft. Aber das geht nicht. Dann wirst du mit untergehen. Ich weiß, doch ich muss gehen. Nein, bitte geh nicht. Sesamtür, öffne dich. Da sind die Waffen. Und da ist die Zeitbombe. Willst du wirklich gehen? Ich muss. Das Universum muss überleben. Dann trennen sich unsere Wege. Viel Glück, wir werden dich nie vergessen. Der Starke rennt zum Hauptreaktor, tötet die Waffe und zündet die Zeitbombe. 5, 4, 3, 2, 1. Die anderen rennen in die Abflughalle, überrennen die Wachen und starten ihr Raumschiff. In letzter Minute kommt der Starke an die Hand und springt auf das aktive Raumschiff an. Nein! Da haben wir den Sith Lord aber schön die Bude abgefackelt, oder? Was? Du hier? Du hast es überlebt? Ohne dich wollte ich nicht mehr leben. Jetzt bleiben wir für immer zusammen. Möge die Macht mit euch sein. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Ein schweres Zugunglück fordert in Hosena am 26. Juli 2012 einen Toten. Am Abend gegen 20.30 Uhr war ein mit Schotter beladener Güterzug auf einen anderen stehenden Zug aufgefahren. Die Waggons entgleisten und zerstörten ein Stellwerksgebäude. Die Lokführer wurden durch den Unfall schwer verletzt. Ein Arbeiter, der zur Unglückszeit im Stellwerk Dienst hatte, konnte nur noch tot geborgen werden.
Das Elsterwelle Kalenderblatt. Der nächste Spaziergang, organisiert vom Nachbarschaftshilfeverein, führt am Mittwoch wieder durch Hoyerswerda. Treff ist um 13 Uhr am Nachbarschaftstreff Grüne Hain in der Hufelandstraße. Die Tagesroute wird wieder aus zwei Vorschlägen ermittelt. Eingeladen sind Menschen, die in geselliger Atmosphäre und im Spaziergängertempo das Umfeld von Hoyerswerda erkunden möchten. Es werden ca. 5 Kilometer in 2 Stunden zurückgelegt. Im NATZ im Bürgerzentrum am Markt in Hoyerswerda beginnt um 14 Uhr der Workshop Schiffsmodellbau. Zudem geht es um die Elektronik von A wie Alarmanlagenbau bis Z wie Zinn zum Löten. Der Hoyerswerda Spätleseverein lädt am Mittwoch in die Broilerbar in die Curiestraße zum Singen-Nachmittag ein. Er beginnt um 14 Uhr. Ins Plauderstübchen in der Cafeteria der AWO in der Münsterstraße in Hoyerswerda lädt der Nachbarschaftshilfeverein am Mittwoch ab 14 Uhr zum Skat- und Kaffeeklatsch ein. Ab 19 Uhr wird auf der Anlage an der Monifa-Straße Freizeitvolleyball gespielt. Im Jugendclub aus Ossi in Hoyerswerda ist am Mittwoch ab 16.30 Uhr die Back AG im Einsatz. Wer mitmachen möchte, es werden Zucchini-Muffins zubereitet. Ab 18 Uhr wird wieder im Hip-Hop-Projekt gearbeitet. In Lauter im Jugendhaus am Lessingplatz ist am Mittwochnachmittag Spielenachmittag. In der Kufa am Markt in Hoyerswerda öffnet am Mittwoch um 19 Uhr, moderiert von Christine Völker, der Erzählsalon. Das Thema Mein schönster Sommer in Hoyvoy. Und im Seniorenkino im Cinemotion in Hoyerswerda läuft am Mittwoch ab 10 Uhr der Fantasyfilm Alice im Wunderland. In der Reihe Kino für Kenner wird ab 18.15 Uhr das Drama Die Poesie des Unendlichen gezeigt und ab 20.30 Uhr gibt es am Mittwoch eine Vorpremiere, dann flimmert The Legend of Tarzan in 3D über die Leinwand. Nachts wolkig und teils gewitterige Schauer bei Tiefstwerten um 15 Grad. Am Mittwoch dann ebenfalls oft dichtere Wolken und Gewitter. Die Tageshöchstwerte sollen 24 Grad erreichen. Es bleibt überwiegend schwach windig, nur bei Gewittern sind starke bis stürmische Böen möglich. Am Donnerstag und Freitag anfangs heiter, später dann einzelne Schauer. Insgesamt bleibt es mäßig warm. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Dienstag, liebe Zuschauer. Morgen befassen wir uns mit dem Thema Schulden. Bis dahin, machen Sie es gut.